Wort ist Gerhard Kanyak, FPÖ. Nun, wir unterhalten uns heute nicht nur darüber, dass Österreich weit nicht jene Impfstoffmenge bekommen hat, die es zum jetzigen Zeitpunkt schon bekommen hätte können, sondern wir unterhalten uns im Endeffekt darüber, dass die Risikogruppe, die über 75-Jährigen, die chronisch Kranken, die sehnsüchtig auf eine Impfung warten, diese nicht bekommen können, weil Österreich nicht rechtzeitig ausreichend Impfstoff beschafft hat und nicht rechtzeitig entsprechende Organisationen auf die Füße gestellt hat, um die Verabreichung dieser Impfstoffe auch raschestmöglich zu bewerkstelligen. Und das ist eine politische Verantwortung, die jetzt in den letzten Tagen auf die Europäische Union und einen einzelnen Spitzenbeamten abgeschoben wurde, die aber aus meiner Sicht, Herr Bundesminister, ganz klar bei Ihnen und auch beim Herrn Bundeskanzler liegen. Und ich möchte hier auch ein bisschen in die Chronologie gehen und uns anschauen, wie das Ganze entstanden ist. Die Europäische Union hat durchaus rechtzeitig mit den Herstellern von Impfstoffen Verhandlungen aufgenommen. Und Österreich hat das Glück gehabt, dass es auch im Steuerungsboard einen Spitzenbeamten entsenden hat können, der laufend direkt berichten hat können von den Verhandlungsfortschritten. Sie haben es selber gesagt, also auch die Verhandlungsgruppe hat diesem Steuringboard berichtet. Und ich kann mich auch an einige Informationen von Ihnen selber erinnern im Rahmen des Gesundheitsausschusses, wo Sie über die Fortschritte berichtet haben. So gesehen ist doch das Argument, dass Sie über die getroffenen Vereinbarungen mit den Herstellern auf der europäischen Ebene nicht informiert waren und dass Sie nicht gewusst hätten, wie die Impfstoffverteilung danach unter den Mitgliedern stattfinden sollte, aus meiner Sicht also vollkommen unglaubwürdig. Was ist aber parallel passiert? Der Herr Bundeskanzler ist in eine Impfdiplomatie ausgebrochen. Zunächst hat er die EMA aufgefordert, von wissenschaftlichen Kriterien abzuweichen und eine möglichst schnelle Zulassung der Impfstoffe auch außerhalb der Sicherheitsbedenken der EMA oder der Zulassungsbehörde zu erwirken. Ein beispielsloses Vorgehen vom Herrn Bundeskanzler, was also auch schon mal die Glaubwürdigkeit der Österreichischen Republik in Frage gestellt hat und die Kompetenzen in Frage gestellt hat. Dann ging es weiter mit Reisen nach Israel in Kombination mit dem dänischen Präsidenten, wo dann kritisiert wurde, dass Deutschland zum Beispiel Sonderkontingente von BioNTech-Pfizer-Impfstoff hatte, die es sich schon gesichert hatte, bevor die Verhandlungen mit der EU überhaupt gelaufen sind. Auch diese Tatsache und diese Ausnahmeregelung, dass sozusagen Vorabfinanzierungen auch über zusätzliche Impfstoffkontingente entschädigt werden dürfen, das muss alles bekannt gewesen sein. Man hat das aber auf der politischen Bühne international groß inszeniert. Dann kam die Ankündigung, ja, aber wir werden jetzt dafür dann eine Sputnik-Fabrik in Österreich machen. Ja. Fakt ist, in Österreich bekommen wir keine Sputnik-Produktion. Dafür haben die Bayern und die Italiener eine. Ich möchte das Ganze einfach nur mal darstellen, was sich da alles abgespielt hat und was alles der Reputation Österreichs eigentlich geschadet hat und überhaupt kein konstruktiver Beitrag dafür war, dass die österreichische Bevölkerung und vor allem die Risikogruppe auch tatsächlich zu einem Impfstoff kommt. Aber vermutlich ist es auch nur darum gegangen, von den großen Problemen im Krisenmanagement im Herbst abzulenken, denn das, was man, wo man dann im Frühling auf die, mit dem erhobenen Finger auf die Schweden gezeigt hat, wo sie versagt haben im Schutz der Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen. Das haben wir im Herbst dann nachgeholt. Wir haben eine Infektionswelle gehabt, österreichweit in den Alten- und Pflegeheimen, die furchtbarerweise zu sehr, sehr vielen Toten geführt hat. Und genau in der Zeit ist der Bundeskanzler durch das Weltgeschehen gereist und hat da Druck gemacht, dass Impfstoff zugelassen wird, anstatt zu schauen, dass man mit den Maßnahmen, die im Land möglich gewesen wären, hier die Risikogruppe ausreichend schützt. Nun, die Impfstoffhersteller haben aus meiner Sicht trotz alledem den bestmöglichen Job gemacht, haben in wirklich kurzer Zeit und unter massivster Beschleunigung der Zulassungsstudien, aus meiner Sicht sogar eine zu starke Beschleunigung, ich hätte gerne mehr und noch mehr längerfristige Daten gehabt für die Zulassung, aber die EMA hat das anders entschieden und die Impfstoffe wurden dann im Dezember zugelassen, die ersten. Und wie sind wir dagestanden nach einem halben Jahr Verhandlungen mit den Herstellern, nach etlichen Diskussionen und Einsätzen, damit diese Impfstoffe so schnell wie möglich herkommen? Ja, wir fangen dann im Jänner damit an, einen nationalen Impfplan zu entwickeln, der dann wochenlang noch in Entwicklung war, nie konkretisiert war, wo dann der Bundeskanzler wieder dazwischen gegrätscht worden ist und dann den eigentlich in der Organisation geplanten Impfstart dann ad hoc gleich nochmal eine Woche vorverlegt hat. Was dann aber gar nicht funktioniert hat, weil dann die gesamte Logistik noch nicht dafür bereit war für das Ganze. Also ein reinstes Tohuwabohu und Chaos, was da war. Man fragt sich ja, wieso haben Sie nicht die Monate davor schon für das Erstellen eines nationalen Impfplans genutzt, um die Strukturen aufzubauen? Ja, wenn das der einzige Lichtblick und der größte Lichtblick in der Bewältigung dieser Krise war, das Impfen, ja, warum hat man dann nicht geschafft, einen halbwegs haltenden Plan für die Verteilung und Verabreichung dieser Impfungen zu schaffen?
Aber es ist ja auch ganz klar, man bräuchte natürlich auch entsprechend belastbare Strukturen für das Ganze und nicht nur in der Planung und Organisation im Ministerium drinnen. Ich glaube durchaus, dass da die Kompetenzen in den verschiedenen Spezialbereichen durchaus da gewesen. Ich glaube auch, dass das österreichische Bundesheer sehr gut in der Lage gewesen wäre, hier die gesamte Impflogistik und bis hin zur Verabreichung der Impfung auch generalstabsmäßig zu planen und durchzuführen. Man hat das nur nicht zugelassen, zumindest am Anfang nicht. Man hat das Ganze zerspragelt, man hat das Ganze dann, nachdem man sich wochenlang nicht einigen hat können, in die Kompetenz der Bundesländer übergeben, sodass ihr nationaler Impfplan nicht einmal mehr eine laue Richtlinie war. Und woran das Ganze gemündet hat, hat man dann auch gesehen, ja? Dass zum Zeitpunkt Ende Februar in Niederösterreich zum Beispiel gerade einmal 20% der Impfdosen nur an die Hochrisikogruppe der über 75-Jährigen gegangen ist. In anderen Bundesländern waren es immerhin um die 50%. Aber von einem einheitlichen Vorgehen und einem gezielten Schutz der Hochrisikogruppe hat in den ersten Wochen des Impfgeschehens in Österreich definitiv nicht die Rede sein können, Herr Bundesminister. Ich glaube nicht, dass Sie das behaupten können. Und dann gibt es fast Hilferufe, auch von den Landesregierungen, zum Beispiel vom Oberösterreichischen Landtag, wo auf Initiative der ÖVP-FPÖ-Regierung eine Resolution erlassen worden ist zur Stärkung des Gesundheitsdienstes, der ja auch in das Impfwesen ganz wesentlich mit eingebunden ist und wo jeder zusätzliche Amtssatz, der systematisch impft, natürlich eine große Hilfe gewesen wäre. Was haben Sie gemacht mit der Resolution, die wir letzte Woche auch im Gesundheitsausschuss gehabt haben? Die Regierungsfraktionen haben diesen Antrag einfach mal vertagt. Ist ja nicht wichtig, dass wir den Gesundheitsdienst stärken, dass wir mehr Kapazitäten bei den Amtsärzten schaffen, dass die Impfungen auch tatsächlich schneller durchgeführt werden. Ist ja alles nicht so wichtig. Da akzeptieren wir lieber, dass in Wien zum Beispiel über 630.000 Menschen sich freiwillig schon gemeldet haben und auf einen Impftermin warten, aber weder der Impfstoff da ist, noch die Impfärzte da sind. Das, Herr Bundesminister, fällt in Ihren Verantwortungsbereich, in Ihren Kompetenzbereich und dafür werden Sie die politische Verantwortung auch übernehmen müssen. Und dieses Versäumnis im Gesundheitsdienst, in der Aufstockung des Gesundheitsdienstes, das äußert sich ja auf vielen Ebenen. Ja? Es ist ja nicht nur so, dass die Impfungen nicht ausreichend schnell durchgeführt werden. Sie rühmen sich damit, dass wir so viele Testungen machen. Ja, das stimmt. Wir machen in Österreich pro Tag mehr Tests als ganz Deutschland in absoluten Zahlen. Nur wir testen ziemlich sinnlos in diese asymptomatischen Menschen hinein. Wir verursachen massive Belastungen für die Behörden durch falsch positive Tests. Ich erinnere nur auch an Wiener Neustadt mit über 50% falsch positiven Ergebnissen bei den Tests, die dort durchgeführt wurden. Und haben aber gleichzeitig die Gesundheitsbehörden, die das Contact Tracing, die Kontaktnachverfolgung, die Bescheiderstellung und alles in keinster Weise ausreichend gestärkt. Das heißt, sie überlasten die Gesundheitsbehörden mit zusätzlichen Aufgaben und Fällen, sorgen aber gleichzeitig nicht für einen ausreichenden Ausbau in diesem Bereich. Und auch ein anderer Bereich hätte deutlich mehr Aufmerksamkeit sowohl von personeller Aufrüstung als auch finanzieller Unterstützung verdient. Und das ist eben der Spitalsbereich und die intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten. Das argumentiere ich schon seit Monaten und ich verstehe es bis heute nicht und ich glaube, Sie können es mir auch nicht erklären, wie das möglich ist, dass ein Jahr nach Beginn dieser größten Gesundheitskrise in der Zweiten Republik wir noch immer exakt dieselbe Anzahl an intensivmedizinischen Behandlungsbetten haben, dass 650 angeschaffte Beatmungsgeräte in unserem System offensichtlich vollkommen spurlos verschwinden, ohne dass daraus ein Mehr an Behandlungskapazitäten entsteht. Zumindest wird das offiziell nicht ausgewiesen. Dass auch Reservekapazitäten im Bereich der Privatkliniken und ähnliche Sachen nicht aktiviert werden, nicht aufgestockt werden. Aber stattdessen tun wir die Sanitäter, die Rettungskräfte, die Pfleger und anderes medizinisches Personal in die Teststraßen stellen. Das ist für mich kein schlüssiges Vorgehen, wenn auf der einen Seite argumentiert wird, dass die Behandlungskapazitäten nicht ausreichen und dann tun wir auf der anderen Seite medizinisches Personal in unproduktive Bereiche hinein, wo dann die Nachverfolgung über die behördlichen Kapazitäten gar nicht möglich sind. Das alles, Herr Bundesminister, ist Ihr Verantwortungsbereich, Ihr Aufgabenbereich und das wäre der Bereich, wo ich mir wünschen würde, dass Sie schleunigst im Sinne der Österreicher und Österreicherinnen aktiv werden, damit wir diese Krise auch tatsächlich konstruktiv überwinden. Vielen Dank. Kritik zum Corona-Impfplan und den fehlenden Intensivbetten in den Spitälern kommt vom Gesundheitssprecher der FPÖ, Gerhard Kanyak von der FPÖ.